Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Diesmal wollen wir euch die Anwendung des Corpuls CPR bei der Kinderreanimation zeigen. Verena, welche Indikationen kommen denn hier in Frage? Natürlich sehr ähnlich wie bei den Erwachsenen auch. Also wenn ich eine lange Reanimationsdauer habe, wenn ich noch während dem Transport reanimiere. Ich persönlich finde zum Beispiel auch, dass man sich das überlegen kann, um ein bisschen Stress rauszunehmen, aber das ist sehr individuell und teamabhängig. Was ich natürlich immer beachten sollte, sind die aktuellen Leitlinien oder meine lokalen Vorgaben. Andi, aber was muss ich denn berücksichtigen, um dieses Gerät überhaupt beim Kind einsetzen zu können? Ja, wir sollten darauf achten, dass die Thoraxhöhe des Kindes mindestens 14 cm beträgt. Das entspricht ungefähr einem Alter von 8 Jahren. Ansonsten wird das Corpuls CPR genauso aufgebaut wie bei den Erwachsenen. Der einzige Unterschied ist, wir nutzen von vornherein die lange Stempellänge. Magst du uns nochmal ganz kurz zeigen, wie man Corpuls CPR die Einstellung verändert für die Kinderreanimation? Gerne. Ich ändere zunächst einmal den Modus von 30 zu 2, 15 zu 2. Anschließend passe ich die Drucktiefe an. Gemäß den aktuellen Leitlinien entspricht die ja einem Drittel der Thoraxhöhe. Bei einem Kind mit 14 cm Thoraxhöhe sind das 4,7 cm. Zum Schluss passe ich auch noch die Frequenz an und gehe hier auf ungefähr 110. Andi, ich habe das jetzt alles richtig eingestellt. Das Gerät wäre soweit. Möchtest du es anlegen? Ich lege es an, jawohl. Nach der Anlage des Corpuls CPR wenden wir uns nun der Fixierung zu. Hier kann selbstverständlich der Fixierring zur Anwendung gebracht werden oder alternative Methoden wie die Vakuummatratze oder ähnliches. Verena hat uns vorhin etwas über die Therapieeinstellung gezeigt. Hierbei sei erwähnt, dass es durchaus möglich ist, wenn das Gerät in einem Bereich zur Anwendung kommt, die hauptsächlich mit pädiatrischen Patienten arbeiten, es im Vorfeld so zu konfigurieren, dass es mit wenigen weiteren Veränderungen mit Patienten zur Anwendung gebracht werden kann. Wichtig ist, das Corpuls CPR kann erst ab einer Thoraxhöhe von 14 cm angewendet werden. Wir benutzen bei Kindern immer den langen Stempel und müssen natürlich die Therapieeinstellungen entsprechend anpassen. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was mitgeben und dass ihr das Gerät nie wirklich beim Kind anwenden müsst. Und jetzt ein schönes bayerisches Servus. Servus.